Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und diesmal das Aufgebraucht-Video von Juli. Also alles das, was ich im Juli aufgebraucht habe, ist in dieser Tüte. Ja, da sind schon einige Sachen zusammengekommen und ich würde auch sagen, wir starten sofort. Ja, ganz schlicht und einfach mein Aktivgel zum Wäschewaschen wieder mal von Spee. Mit Apfel und Blütenfrische. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, riecht auf jeden Fall richtig cool. Und, oh ja, kaufe ich mir immer wieder nach. Ist echt, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, wenn wir dann schon mal dabei sind, habe ich natürlich auch einen Weichspüler aufgebraucht. Und zwar von Kuschelweich. Mit dem Bären drauf. Sommerwind. So. Einmal hier und das ist das Blaue und das duftet auch richtig klasse. Ja. Und das in Kombination unschlagbar. So, weiter geht's. Dann habe ich noch eine Zahnpaste aufgebraucht, oder besser gesagt wir. Vom Blendermate Complete Plus Milde Frische. 7 Zeichen gesunder, schöner Zähne. Das ist diese hier. Ja, nichts weiter zu sagen, halt ganz normal und wichtig ist ja da, dass sie auch... Ja. Des Weiteren habe ich natürlich auch wieder meine Reinigungstücher von BB leer gemacht. Die kennt ihr ja schon für normale Haut, meine Lieblingsreinigungstücher. Ich schau mal kurz, ob das noch mehr geworden sind. Nein, es war nur eine Packung, nur diese Packung. Mhm. Natürlich dann aber auch noch von Evelyn die Maxi-Wattepads. Jeweils 40 Stück. Da habe ich die 2 Packungen leer gemacht schon. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr mit zufrieden. Kaufe mir die auch immer wieder neu. Ihr habt das ja schon in meinem Holz gesehen. Ja, einfach zum Augen-Make-up entfernen und auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Dann habe ich noch ein Badesalz aufgebraucht von Balea. Verwöhnmomente mit Vanille- und Mandelduft. Das ist dieses hier. Da war ich sehr begeistert, anders als bei dem Vorgänger, was ich davor hatte. Ich weiß nicht, das war glaube ich Blütenduft oder sowas. Das hat nach nichts gerochen und hier Vanille und Mandel hat man sofort gerochen und man riecht es immer noch. Und ja, das kann ich euch nur empfehlen und vielleicht kaufe ich mir das auch noch nach. Mal gucken, vielleicht für den Winter oder so. Ja, was habe ich denn noch so in der Tüte? Ja, dann habe ich natürlich endlich mein Deo-Spray aufgebraucht. Und zwar von Balea das Kokos mit Nektarine. Dieses hier. Und als nächstes habe ich mir ja jetzt das Kirsche vorgenommen. Das habe ich dann in meiner Handtasche jetzt. Und endlich habe ich das aufgebraucht, damit ich euch das mal zeigen kann. So. Und natürlich, wie sollte es anders sein, auch wieder die WC Frischblau Kraftaktiv-Perlen. Hier habe ich die Packung nochmal davon. Ja, wie immer aufgebraucht und wie immer auch nachgekauft. So, dann habe ich hier noch 2 Duschbad-Sachen von Balea. Einmal habe ich aufgebraucht das Duschgel Paradise Beach mit Ananas und Kokosduft. Dieses hier. Und zum anderen dann nochmal Melone. Das kennt ihr ja auch schon von mir. Ja. Ein Shampoo habe ich leer gemacht. Das ist eigentlich das, was ich immer nehme. Von Schauma Seidenkamm Durchkämm Shampoo. Für schwer kämmbares und stumpfes Haar. Das ist dieses hier. Zurzeit nicht so wirklich im Handel erhältlich. Wie ich euch schon mal gesagt habe, habe ich das im Internet bestellt, in der 4er-Packung. Und da habe ich, glaube ich, auch nur noch eine Packung von. Also ist das ein bisschen... Naja, wir gucken mal. Vielleicht bestelle ich es mir nochmal nach. Dann ist leer geworden von Balea der Augen-Make-up-Entferner in Ölfrei, ohne Alkohol. Das ist ja der, den ich euch schon angepriesen habe in dem letzten Haul. Ja, auf jeden Fall mein Favorite. Er duftet richtig klasse und ja.
Also ist Augen für meine Augen auf jeden Fall sehr gut verträglich. Und ja, die Packung ist jetzt endlich leer gegangen und die nächste ist natürlich schon angefangen, wie ihr euch das denken könnt. Und zu guter Letzt, was habe ich da noch? Und zwar die ganzen Masken natürlich. Und zwar habe ich hier, das müssten zweimal, ja. Das ist zweimal die Milch- und Honigmaske von Balea. Das sind dann hier diese Abschnitte. Ich zeige es mal doppelt. Dieses hier. Und das andere ist, glaube ich, Paradise Island Maske. Das war ja eine Limited Edition. Die habe ich auch einmal aufgebraucht. Und hier unten die Feuchtigkeitsmaske für trockene Haut. Alles von Balea. Und ja, ich glaube, das war's. Also es war eigentlich nicht so viel, obwohl die Tüte sehr voll war, aber naja, gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen tollen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt dem auch einen Daumen hoch, dem Video. Das wäre ganz klasse, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder. Es kommt von mir noch ein Follow Me Around. Und ja, und das nächste wäre dann auch noch die Pinkbox, die ich euch wieder vorstellen werde. Also seid gespannt, bleibt auf jeden Fall dran und bleibt dabei. Und ja, einen sonnigen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.